wird wieder erblühen. Genau. Ja, hallo Leute, willkommen zurück hier in Neuheim, dem Hordelager in Nashatar. Und ja, Odine muss auf jeden Fall nachziehen. Also ich denke mal, ihr wisst, wie es mit Donnerzorn gewesen ist in Nashatar. Das bedeutet für Odine, wir wählen als erstes unseren Verbündeten aus. Natürlich wieder... Genau, wir blasen jetzt mal in die Muschel. In die Rufmuschel, ja. Neri Scharfinne heute wieder, weil sie ist ja Rang 2. Da ist er. Na, wen haben wir denn da? Ja, wen haben wir denn da? Und dann schauen wir mal, was es hier sonst noch so abzuholen gibt, weil ja, Rang 3 sollten wir auf jeden Fall mit Neri Scharfinne heute erreichen. Schön, euch zu sehen. Ja, hallo. Requisition ein paar Tankknospen. Wir brauchen Rationen für unsere Truppen. Auch wenn Tankknospen nicht so gut schmecken wie andere Alternativen, so sind sie doch nahrhaft und in der Nähe von Tangwäldern reichlich vorhanden. Deshalb sind sie unsere erste Wahl als Rationen. Falls ihr zufällig welche in Nashatar findet, liefert sie bitte beim Rüstmeister ab. Am besten sind die, die gerade frisch vom Tang abgefallen sind. Ah ja, Tang. Gebt niemals auf. Ja, kann man theoretisch essen, oder? Okay, aber da hinten ist auch nochmal eine. Wir nehmen einfach alles mit. Ich denke mal, dass wir dann heute das mit Odine und Nashatar irgendwo abschließen können. Nevin Tidenherz. Womit kann ich euch zu Diensten sein, Landwesen? Mehr Seetang. Wir haben so viele Verwundete und unser Bestand an Seetang-Bandagen ist gefährlich niedrig. Wenn ihr klebrigen Seetang findet, bitte gebt ihn beim Rüstmeister ab. Kopfgeld Elite-Naga. Bekämpft die Elitetruppen der Naga in Nashatar. Sobald wir einige ihrer Anführer getötet haben, können sich unsere Leute wieder freier bewegen. Meldet euch beim Rüstmeister für eine Belohnung. Wir schwimmen alle im gleichen Strom. Ja, kommt, also wir brauchen irgendwie Tang, Elite-Nagas und so, aber ich denke mal, dass wir das so alle so nebenbei mitnehmen können. Wieso sollte man absichtlich das Wasser verlassen? Lol, der Nino Kimbrak, ey. Letztes Mal sollten wir uns doch neben ihn hocken, ins Wasser. Ja, wo die hier waren. Und jetzt meinte, warum sollte man das Wasser überhaupt verlassen, ja. Oh. Ist das so eine andere Quest vom Kriegshauptmann? Ja, das wundert mich aber. Ist das, weil wir jetzt Rang 2 mit Neri Scharfinne haben, oder was? Ah, da vorne ist irgendwas an dem Steckbrief, ja. Also, wie gehabt, Leute, Donnerzorn hat ja ein bisschen vorgelegt. Alles, was genauso abläuft, wie es Donnerzorn erlebt hat, das werdet ihr mit Odine nicht wirklich erleben. Ja, die macht das dann anders. Gesucht Lady Naris? Gesucht wegen Angriffen auf die Horde. Lady Nargis ist für mehrere Raubzüge und hinterhältiger Überfälle gegen unsere Soldaten verantwortlich. Zuletzt wurde sie in der Umgebung der Terrasse der Zanjir gesehen. Äußerste Vorsicht ist geboten. Meldet euch nach Abschluss dieser Mission bei Seerufer Uno für eure Belobigung. Ja. Lol, das ist doch... Das ist jetzt hier sogar eine so eine... Da steht ja Verbündete. Cool. Das ist jetzt eine von den Verbündeten-Quests. Hier unten ist noch eine. Und da ist noch eine. Ja, das ist dann... Wir müssen auf jeden Fall alle drei machen. Also, ich weiß nicht wirklich, wie es hier weitergeht in Nashatar, aber eine Sache habe ich dann doch abgecheckt. Ob es irgendwas gibt, was uns quasi blockieren könnte, ja. Weil die Geschichte von Nashatar geht natürlich mit Rang 3 weiter. Ja, unter anderem mit der Kriegskampagne. Die geht dann weiter. Aber es gibt noch was anderes, wo wir noch mehr Ränge brauchen. Ja, noch mehr. Und deswegen werde ich ab jetzt alle versuchen, die täglichen alle zu machen, ja. Ihr kommt genau richtig. Ruf zu den Waffen Nashatar. Unsere Ziele in Nashatar werden durch das Auftauchen von Allianzabschauen blockiert. Tötet so viele von denen, wie ihr dort finden könnt und meldet euch dann wieder bei mir. Ah ja, okay, da gibt's Ehre und Ausrüstung. Tut ihnen weh. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit, weil die Quest kenne ich eigentlich, Ruf zu den Waffen. Ich habe den Kriegsmodus überhaupt nicht aktiviert. Trotzdem sehe ich die Quest. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Okay, wir haben hier so ziemlich alles mitgenommen, was wir hier in unserem Neuheimlager haben. Werfen wir einfach erstmal einen Blick. Versteckten Schatz entdeckt, wird direkt um die Ecke. Da unten ist aber den Gritsch töten. Ja, die Quest kennen wir nicht, weil manchmal gibt es ja Anhängerquests, da macht man das, obwohl man es schon kennt. Wir brauchen noch zwei von diesen Weltquests. Da könnten wir theoretisch,
Wählt einen Wasserlord aus? Hört sich das interessant an, als Undana Froschstachel töten oder Kiele? Ja, ich denke mal schon. Also gehen wir doch einfach hier runter. Schnappen uns diese Tankknospe und gehen letztendlich aber dann zur Anhängerquest, die wir auf jeden Fall brauchen für Neri Scharffinder. Dann schauen wir mal, ob wir den Weg finden. Also, theoretisch sollte das möglich sein, ja. Ja, das, was ich nämlich gesehen habe, ist nicht nur Rang 3 einmal, wo dann die Geschichte in Nashatar weitergeht, sondern dass man irgendwie insgesamt ungefähr 10 Ränge braucht. Ja, aber man kann die mit einem haben oder verteilt. Das was ist da durch? Hier gibt es schon irgendwie abgefallene Tank und klebrigen Seetang auch. Ich sammel den jetzt einfach hier. Leute, hat der nicht... Was ist das denn, ey? Ist der so klebrig, oder was? Ich versuche hier schon wieder so ein bisschen den... Euer Fleisch wird die Kreaturen der Tiefen nähren. Ich sammle einfach nur das Zeug hier ein. Die können mich gerne haben. Dabei riskiere ich natürlich schon Kopf und Kragen. Na, irgendwie schon gerade, ey. Das ist jetzt doch zu gefährlich. Klatschen wir hier doch eben weg. Ja, genau so mag ich das, ey. Merkt ihr nicht, dass ich schon jetzt eben 3 von seinen Kollegen gemacht habe? Oh Mann. Ja. Okay, dann geht's hier weiter. Haben wir schon die zweite Tankknospe? Ja, ja, okay. Komm, Neri Scharffinder. Da vorne ist auch nochmal irgendwas. Kristallprisma? Das kenne ich ja gar nicht. Oh, da könnte ich aber runterfallen, gell? Oh. Dann machen wir auch gerade den hier auch noch. Okay, ich guck gerade mal. Habe ich irgendwas? Nee. Also. Kristallprisma, was hat das überhaupt gemacht? Keine Ahnung. Aber jetzt schauen wir doch mal. Ach, da unten ist dieser Wasserlord. Dann gehen wir mal hin, weil dieses Tankknospen und klebriger Seetang. Mensch, bleib fort hier, ey. Also, mein Plan ist es jedenfalls, mit Udino und Donnerzorn erstmal in Nashatar die Geschichte so weit zu spielen, dass wir quasi bereit sind für Königin Asharas Schlachtzug. Ja, dass wir die Geschichte so weit erleben, dass wir da wirklich reingehen können. Nämlich den ewigen Palast, ja. Und das für mich hört sich das sehr interessant an. Vor allem habe ich jetzt von einem schon gesagt bekommen, da gibt es einen Unterwasser-Boss. Und ich glaube, sowas habe ich noch gar nicht erlebt. So ein Schlachtzug unter Wasser? Ich glaube nicht. Ja. Mensch, Maja, gibt es ja einige Nagas. Warum haben sie mir denn nicht den Auftrag gegeben, einfach irgendwelche Nagas zu töten? Und dieser klebrige Seetang, der hat es ja auch irgendwie in sich. Ach komm, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Kennt ihr einen riesigen Kerl aus Wasser? Mit einer ganzen Armee von Elementaren? Er hat nach euch gefragt. Lasst ihn besser nicht warten. Ein Kerl aus Wasser hat nach uns... Jetzt sind sie dran. Huhu. Okay. Wir können hier... Das ist auf jeden Fall ein riesiger Kerl aus Wasser, oder? Ach, der meint den da eigentlich. Neptulon. Glaube ich, oder? Der hat nach uns gefragt und wir sollen einen Wasserlord auswählen. Will er uns so unterstützen? Ja, sehr schön. Ich grüße euch, Sterbliche. Die Naga haben ein schweres Verbrechen gegen die Macht meines Meisters Neptulon verübt. Den Gezeitenstein bot die Magie der Titanen inne. Selbst in diesem Moment hält ihn diese uralte Macht zurück, genau wie die See selbst. Doch die Gerechtigkeit kann sie nicht aussperren. Helft ihr mir dabei, die Nagafien-Frevel gegen den großen Neptulon zu richten? Tja. Kommt, kleiner Champion, und lasst uns unsere Feinde in die Fluten der Gerechtigkeit ertränken. Wow, wir können alles Mögliche benutzen, ey. Dann, aber können wir denn auch dabei diese Tankknospen irgendwie einsammeln? Machen einfach alles platt, was sich hier im Weg Arme der Dreitusch nach vorne stürmen. Was macht das Geschenk? Ah ja, das brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich, weil das heilt uns. Naga-Streitkräfte zerschlagen. Also kann ich mir das hier wirklich komplett aussuchen.
Irgendwie bleiben die meisten da, aber ich gehe schon einmal hier vor. Also Tankknospen oder sowas habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Die klebrigen Seetang auch nicht. Komm, weg mit dir. Ey, so viel Schaden macht das gar nicht. Wie viel macht das denn? Verlangsamt alle Gegner. Ach, das erhöht dann den Schaden von Brand. Ah ja, alles klar. Zuerst muss ich also hier die Hand vom Neptulum beschwören und dann kann ich mit den Bogen alle verschlingen mit den brandenden Wellen. Soll gleich mal heilen hier. Gott, das macht ja fast gar keinen Schaden. Das ist nur einmal. Nee, dann kann ich das mehrere Male benutzen. Aber wir müssen uns jetzt auch mal heilen. Worauf wartet ihr? Ihr könnt mir sowieso nicht das Wasser reichen. Fürst Hydraxis, ja. Er trinkt in den Gezeiten der Vergeltung. Hm. Aber irgendwie gestaltet sich das schon. Guck mal, wie wir da hinten drauf hängen. Wir sind da einfach so drauf. Ich meine, da sieht er zum Schießen aus, oder? Oh, hier könnt ihr schon mal einen Haufen erledigen. Sehr schön. Weil das hat jetzt, das hat eben hier noch so lange gedauert, mal ein bisschen, mal ein paar Nagas, die sich wieder versammeln. Oh ja. Oh, da kommen wieder ein paar. Sehr schön. Muss ja eigentlich immer das Gleiche machen. Ja, zuerst die Hand von dem Tulun, das erhöht dann den Schaden irgendwie auf das Sechsfache. Dann mache ich überhaupt keinen Schaden. Oh, hier, das kennen wir doch. Ach, da ist ja auch so eine Statue von König Ashara. Ich finde, die sieht super aus. Also mich auch verzaubert, oder? Mann, stirb doch hier endlich mal, ey. Naja, da macht das viel weniger Schaden. Merken die ja gar nichts von dem Leben, die wir haben. Komm, ich gehe mir nochmal zurück und dann schnappen wir uns vielleicht noch hier so einen Trupp. Okay. Die fallen einfach nicht um. Wenn ich die Hand von dem Tulo nicht benutze, fallen die nicht um, ey. Gott, einer fehlt noch. Da. Hey, könnt ihr den Kerl dazu überreden, uns zu begleiten und noch mehr Nager zu zerquetschen? Bei ihm sieht es so einfach aus. Das sah nur so aus. Also im Grunde genommen, das hat ja eigentlich schon ewig gedauert. Ach so, wir müssen noch zu dieser Anhängerquest. Ja, sehr schön. Da müssen wir uns hier, also in der Ecke... War ich aber mit Donnerzorn bisher damit gar nicht. Seid ihr hergekommen? Ihr seid mutiger, als ich dachte. Ja, hier fängt es an mit den Trümmern von den Schiffen, oder wie? Oh, nee. Boah, das in der Nazca-Tal ist ja wirklich schon ziemlich gefährlich. So viele Gegner auf einen Haufen. Vor allem dieser Korallenaal, der hält ja so viel aus hier. Sehr schön. Von da hinten schießt noch einer. Komm her. So. Hier sollte es theoretisch auch überall Seetang geben, aber ihr könnt selber sehen, was wir nicht sehen, oder? Hier ist die Höhle. Wir können nicht genau sehen, wo wir eigentlich hin müssen. Aber geh einfach mal. Lol. Kann man immer noch nicht rein. Was wir nicht alles tun für unsere Verbündeten hier, ey. Siehe die Königin! Die Flut geht zurück. Okay, ich kann schon sehen. Das muss irgendwo da sein. Leute, wir haben es gleich, ja. Ja, auf der anderen Seite, so, ich habe das jetzt von so vielen jetzt irgendwie mitbekommen, dass die Mechagon
am Ende im Vergleich mit Nasjatar irgendwie viel lustiger finden. Aber Nasjatar, ja, wäre ein bisschen komisch, weil Nasjatar eigentlich die wichtigere Zone ist, weil sie halt die Geschichte mit Ashara, beziehungsweise Asharas Aufstieg erzählt. Den Gritsch töten. Mörgel. Ja, Mörgel. Grommel, Grommel. Also Riggel hüpft verängstigt herum und zeigt auf die Höhle. Ja. Er macht ein beängstigendes Gesicht und Schnappbewegungen mit seinen Händen. Ja, okay. Einfach nur... Die Höhle da hinten, ey. Doch kein Quatsch hier. Da ist unser Wolf gefragt. Ich dachte schon, was für eine Ecke sind wir, aber das ist ja die Ecke, wo wir angekommen sind. Nur haben wir irgendwie gerade ein ganz anderes Sonnenlicht. Da wirkt es, wo ist dieser Gritsch? Was kommt denn da für einer an? Jäger der Nekroflossen? Was sind denn das hier für welche? Nekromurlocs oder was? So tot sehen die ja gar nicht aus. Genau, da kommt ja der nächste auch nochmal angewackelt. So, schnipp, schnapp. Oh, was habe ich da erhalten? Skeletthand? Eine belebte Skeletthand, sie wird ein hübsches Sümmchen einbringen, wenn sie an den richtigen Händler verkauft wird, aber sie ist mit Sicherheit verflucht. Gibt es hier irgendwelchen Tang? Ja, irgendwas muss ich doch hier kriegen, oder? Die Dunkelwasserhöhle. Aber wir können uns einfach mal hier in diese Höhle wagen. Vielleicht gibt es ja hier diesen Gritsch. Ja, es sieht ganz danach aus. Oh, die Höhle sieht aber auch toll aus irgendwie, oder? Vor allem, was das hier... Das ist der Gritsch? Aha. Dann machen wir das doch gerade mal. Warum gibt es denn hier zum Beispiel keinen Tang? Komm mit, Neri. Wir halten uns hier nicht einfach mit durch so blöde Nagger so lange auf. Ja, was nämlich hier bei der Entscheidung, dass wir jetzt zuerst Nasjatar machen, ja, und Neshagon ja so lustig sein soll, hat auch was damit zu tun, dass man da so viel entdecken kann. Oh, haut der rein. Lasst uns gefälligst in Ruhe. Ja, mach mit. Mach mit, was macht der da? Oh, irgendwas ist gefährlich. Wir müssen zuerst die erledigen. Ich habe doch zu viele auf einmal mitgenommen. Ey, da kommen immer mehr. Mann, wir müssen zuerst die Kleinen platt machen, ey. Geil. Kann ich mich überhaupt hier noch heilen? Ich glaube, so einen Heilstein habe ich gar nicht. Ah, nee. Boah, Mann, ey, haben die Nagas, die mich hier zerfetzt. Was sind denn das? Nee, das ist so Questtexte in Meshagon, dass die quasi... Dass man die wirklich lesen muss, ja. Also klar, tut man das auch, aber das sind diesen Questtexten letztendlich so rätselartige Hinweise teilweise sind, wo man halt selber irgendwie überlegen muss oder schauen muss und so. Ach, hier sehe ich den, aber in Geistform kann ich den doch nicht. Oder? Mann, ich stand doch eben hier und hab gesagt, ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Ja, genau, da war auch was. So, Leute, ja, jetzt weiß ich auch, was diese zwei Markierungen da sind, ja, vom Murloc. Der hat uns einmal den Eingang der Höhle markiert und einmal letztendlich, dass dieser Gritsch hier am Ende der Höhle ist, ja. Aber müssen wir machen. Also die Neri, die Anhängerquest hier, vor allem die jetzt mit Neri Scharfwinder, die sind von ungemeiner Wichtigkeit. Sonst geht's ja gar nicht weiter. Ey, so viele Murlocs, Mann, ey. Möb. Okay. Ja, ja, kommt direkt an. Schön, euch zu sehen, Kumpel. Ja, cool, ich bin wieder da, Neri. Es musste getan werden. Ich hätte mich nicht mit diesem Gritsch mit so vielen anderen noch anlegen sollen, ja. Ach, Hand auflegen hätte ich noch benutzen können, fällt mir gerade ein. Lasst uns gefälligst in Ruhe. Stimmt. Mistvieh. Ja, Mistvieh, ey. Weil Paladine haben ja noch quasi so eine Art eigenen Heiltrank. Hab ich ja jetzt gar nicht dran gedacht. Alleine ist er jetzt gar kein Ding. Ah, der ruft jetzt wieder so viele von denen. Die machen aber selber auch nicht viel mehr. Nee.
Sehr schön. Den Gritsch haben wir getötet. Wir müssen theoretisch nicht über den gleichen Weg raus. Wieso geht's denn da auf einmal nach unten? Jetzt sind sie dran! Nee, nee, kommt auf einmal mit hier runter. Bin ich denn jetzt gelandet? Kann man da unter Wasser? Aha. Also wir sind jetzt in dem tiefer gelegenen Höhlenabschnitt, aber mehr sehe ich ja eigentlich auch nicht. Es gibt wahrscheinlich nur einen anderen Ausgang. Ja. Klar, man kann auch unter Wasser schauen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwas Lustiges hier zu entdecken. Sieht nicht unbedingt danach aus. Da ist wieder so... Was ist das denn? Also sonst komme ich gar nicht hier raus. Doch, ich komme doch eigentlich auch da raus. Was soll denn das hier dann für ein Weg sein? Ah, Leute, das ist natürlich schon ein bisschen interessant, ja. Plünderer der Nekroflossen. Man kann ja auch einfach mal selber auf Erkundungstour gehen. Aber letztendlich gehört es auch, wie ich das auch mal mit Donnerzorn erlebt habe, wenn dann irgendwas kommt, wo ich merke, oh, da fehlt uns ja noch eine coole Story-Quest oder sowas. Ach, das ist ja einfach nur verbunden, ja. Da hätte ich auch jetzt laufen können. Okay, da haben sie uns einfach nur ein bisschen das irgendwie so dargestellt. Und hier kann man auch runter oder wie? Geht schon. Kann man wieder raus? Gucken wir gerade auf die Karte. Also Tankknospen bräuchte ich eigentlich noch nur genau eine. Ich glaube, das war eine noch genau davor. Und den Gritsch müssen wir natürlich... Oh Mann, hoffentlich geht das jetzt nicht in die Hose. Lol, ich habe hier irgendwie so den Fluch der Gezeiten. Das macht dich ja voll schwach, ey. Habe ich deswegen so auf die Nase gekriegt? Keine Ahnung. Und wir schwingen... Oh, hier ist auch noch so ein Rare Spawn. Manche von diesen seltenen Kreaturen, die geben etwas, was ich schon auf jeden Fall gerne gebrauchen. Fragt der Hund... Ist da noch eine... Die Ecke kennen wir gar nicht, oder? Oder doch? Warum gibt es hier einen Flugmeister? Doch, doch, hier am Anfang, hier haben wir uns doch gemeldet. Auf einmal gibt es hier einen Flugmeister? Als wir hier von Oculus hier runtergebracht worden sind, von da oben hier unten, haben wir uns ja hier vorne bei Lortimar gemeldet. Und nie im Leben haben wir hier Marcona die Flugmeisterin übersehen? Oder doch? Aha. Also irgendwie ist der Raspberry wahrscheinlich in der Höhle unter uns. Wie komme ich am besten zum Mörgel? Wir können einfach den Weg nehmen. Ist es überhaupt ein Weg, wenn wir da hochgehen? Weil eigentlich... Wir würden das gar nicht kennen. Also wir können ja schon tief fallen. Wenn wir ja halt weich im Wasser landen, ja. Oh, ist das Seetang? Nee, es ist eine Knospe. Ach, jetzt habe ich die eine Knospe da am Ausgang der Höhle schon wieder gar nicht im Sinn gehabt. Okay, Leute. Sieht so aus, könnten wir uns zum Mörgel begeben. Seetang? Klebiger Seetang, sehr gut. Da können wir uns ja, wenn wir weiter... Oh, jetzt klebe ich wieder, ey. Ah, hier geht's runter. Dann gehe ich jetzt doch mal zurück, weil ich ja eben gesehen habe, dass hier vorne gibt es ja auch irgendwie noch so einen Weg. Geht's hier ins Wasser rein? In die Feuchtsteinhöhle. Ja, boah, bei diesen Piranhas muss man aufpassen. Da können schon wenige, können ja schon dafür sorgen, dass wir direkt tot sind. Sehr gut, Neri Scharfin hat einen übernommen, dass wir nicht von beiden gleichzeitig zerbissen worden sind. Ich denke mal, dass wir hier diesen Blindlicht finden. Vielleicht finden wir noch ein bisschen klebrigen Seetang. Aber deswegen sind wir eigentlich nicht hier.
allem was entdeckt. Was ist denn das hier für eine Höhle? Hä? Ist ja interessant, wie die Riffwanderer hier unterwegs sind. Aber hier ist... Muss ja noch irgendwas geben, oder? Wundert mich aber jetzt hier. Vielleicht sollten wir uns einfach mit einem anlegen. Also, wenn ich jetzt hier mal schaue... Ich hätte schwören können, dass uns das irgendwo hinbringt. Das wird ein Klacks! Müssen wir alle drei zerstören? Das wäre ja auf jeden Fall lustig, oder? Das wundert mich aber. Ich hätte mir jetzt echt denken können, dass wir in die Nähe von einem Blindlicht hieß das, glaube ich. Naja, Leute, ich habe da noch ein bisschen geguckt, aber ich habe keine Ahnung. Wir sind ja jetzt eben da unten rumgeschwommen. Das ist die Höhle mit dem Kritsch. Also müssen wir quasi nur darüber und dem Murloc sagen, dass er jetzt keine Angst mehr haben muss. Vor diesem komischen Kritsch. Der alle möglichen kleinen Murlocs versklavt hat. Ja, die Murlocs sind irgendwie komisch. Manche kämpfen gegen uns und manche sind irgendwie freundlich. So. Rigmel lacht. Und? Beschäftigt euch was? Ja. Passt. Passt, passt, passt. Dann sollten wir doch auf dem Rückweg... Ey, was verflucht mich da immer? Trägt ein verfluchtes Objekt, wird regelmäßig mit... Die Skelettern des Verfluchten. Ey, guck mal, was für Flüche ich abkrieg. Chance, kritischen Treffer zu erleiden, 20% erhöht. Flucht der Gezeiten, Verfall, maximale Gesundheit. Das müssen wir irgendwie loswerden, den verfluchten Gegenstand. Oder müssen wir geheilt werden? Was sind das für Flüche hier, ey? Ich meine, wir sind jetzt sowieso auf dem Weg zurück. Wir sammeln nur diese klebrigen, den klebrigen Seetang ein auf dem Rückweg. Kann ich genauso gut auch hier reinfallen. Oh, vielleicht doch nicht. So, mal gibt es ja vielleicht irgendwo einen klebrigen Seetang? Mensch, ich muss jetzt mal echt mal die Augen offen halten. Wir sind ja fast gleich wieder hier bei Neuheim. Komm, stirb. Okay. Oh, hier ist eins. Oh, jetzt kleben wir wieder. Oh, ich kann mich losreißen. So, noch ein Stück, ey. Das sind ja die... Oh, da sehe ich es doch glitzern. Sehr schön. Vor allem ist es gerade ein bisschen stiller hier. Oh, da ist einer. Ich bin schnell wie ein Aal. Ja, mach ihn platt. Okay, wir kleben immer noch, aber... Wieso war das jetzt nicht der letzte Seetang? Aber egal, wir nehmen dann... Tankknospe? Ich habe eben eine Tankknospe, aber hier ist noch ein Seetang. Ach, ich muss den ausreißen, ja. Dann können wir natürlich erst mitnehmen. So, schwuppdiwupps hier runter. Nee, den Fluch müssen wir auf jeden Fall loswerden. Maximale Gesundheit verringert. 10%. Wird regelmäßig mit Flüchen belegt. Hier unten können wir auch gerade die versteckten Schätze finden. Das könnten wir eigentlich auch gerade machen, dass wir damit... Theoretisch könnte ich mich ja fallen lassen, oder? Mehr oder weniger.
können wir jetzt nämlich auch gleich Bescheid geben. So, hier vorne sollte es einen geben. Wir haben den Stein schon aktiv, den sehr... Ah ne, den müssen wir jetzt hier nochmal aktivieren. Genau, klitzende Truhe, das magische Mana-Pad. Ey, wieso greifen die uns jetzt auf einmal an? Wow, eine ist Elite. Ne, dann nehme ich... Nehme ich das Ross. Schau ab, ey. Die sind doch jetzt irgendwie alle. Sag mal. Eben war die doch nur neutral. Jetzt gilt ich als Schatzjäger und jetzt greifen mich alle an. Okay. Oh Gott, wir werden immer noch verflucht. Oh, das ist ja ein Rare Spawn. Ja, da lege ich mich doch an. Aber vielleicht nur mit einem? Oh Gott, der haut da wieder rein. Ey, nee. Der ist viel zu stark irgendwie. Ich bin schnell wie ein Arsch. Ja, hau mal richtig rein, Neri. Das sieht gerade gar nicht schön aus. Oh, als nächstes nehme ich auf jeden Fall lieber den Tank mit. Also theoretisch kriegen wir das gebacken. Vor allem haben wir noch jemanden, der mit drauf schießt. Aber solange ich hier tanken muss... Der ist ja gar kein Schatz gewesen hier. Ja, ich krieg viel zu viel Schaden irgendwie. Ich kann ja mal langsamer machen und Reis ausnehmen. Man kann ich noch stunnen? Ja, sehr schön. Also, mit Hilfe mit. Genau, aktivieren wir das nochmal. Klar sich. Nee, da hat jemand noch den Elite geholt. Ich kann jetzt hier nicht beide. Oh, nee, jetzt bin ich desorientiert. Sollten bei der Sache bleiben. Jetzt wieder langsamer gemacht. Ich vergesse, dass wir diesmal Handauflegen noch haben. Gott. Nee, den Elite, den... Ah, zum Glück sind da noch andere Leute, die sich hier mit der schillernden Schimmerschale anlegen wollen. Oh mein Gott, jetzt haut er doch mal richtig rein. Kurz bevor er stirbt. Wow, wir haben es geschafft. Wo ist jetzt hier der Schatz? Dann einfach nur weg hier. Okay, noch einen Schatz brauchen wir und dann können wir es eigentlich wieder zurückmelden. Rassius? Wieso hat er das Quest-Symbol? Okay, hier sollte doch noch irgendwo ein Schatz sein. Au! Nehmen wir einfach mit. Lockt Schimmerschalen... Ach, das Schimmerschalenflüssigkeit lockt Schimmerschalenkrabben an. Ach, ah, jetzt sind die ja gar nicht mehr böse. Warum kann ich den Seersteiner? Hier ist er. Einmal benutzen, bitte. Sehr gut, Leute. Wenn wir jetzt auf die Karte sehen, haben wir hier unten eigentlich alles erledigt. Ach, wir sind ja schon in der Nähe von der zweiten... Nee, das ist ja sogar die dritte Verbindungsquest. Cool. Ja, dann sind wir doch gleich Rang 3 mit... Ah, nee, wir müssen die alle noch abgeben, oder wie? Ja. Sind wir doch direkt hier. Gucken wir die andere von Brenntintenflosse. Ihr seid ein erfreulicher Anblick.
Oh, es gibt ein außergewöhnliches Kelp, das in der Nähe von Schloten wächst. Unsere Heiler verwenden es, um bei der Behandlung unserer Freundin Neuheim zu helfen. Meine Spezies hat dort unten keine große Chance, aber ihr schon. Sammelt einige der Schlotkelpsprossen im Drachenzahnbecken und bringt sie Nevin. Verliert nie die Hoffnung. Wir sollen da irgendwas sammeln. Das ist eigentlich gerade da, wo wir eben waren, oder? Naja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, aber passt schon. Elite-Nagger können wir auf jeden Fall mal ausblenden. Da werden wir nicht unbedingt explizit im Drachenzahnbecken wahrnehmen. Diese ganzen Krabben. Seetang ist eine unserer nützlichsten Ressourcen in Nashtata. Wir machen daraus Medizin, Kleidung, Nahrung, fast alles. Cool. Es hat weit mehr Wert für uns als die Metalle, nach denen die Nagger ständig suchen. Wie die Nagger suchen nach Metallen. Okay, wir brauchen ja auch nur 10 Stück davon. 1, 2. Geht's dann schneller, wenn man zählt? Ja, aber das Empfinden von Zeit ist auf jeden Fall... Ja, wie soll man das nennen? Das ist halt so relativ irgendwie. So. Jetzt haben wir schon 5 Stück. Ja, mit diesen Schimmerschalen will ich mich gar nicht großartig anlegen. Muss auf jeden Fall auch diesen verfluchten Gegenstand loswerden. Schon 6 Stück. Bleib doch fort. Und nicht noch langsamer. Oh, hier sind auch nochmal 2. Da, die nehmen wir auch noch gerade mit. Und da ist irgendwie so ein kleiner Schatz. Der Schatz sieht aber nicht besonders aus, aber nehmen wir ihn einfach trotzdem mit. Ah, ein Silbermesser. Sehr cool. Brauchen wir uns nicht wirklich angucken. Weil, ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, so alles, was genau gleich abläuft für Donnerzorn oder für Odine, das werdet ihr dann auch nur wirklich einmal dann sehen. So, dann nehmen wir noch den Seetang mit. Spross. Und einen brauche ich aber noch, aber... Okay. Was ist denn das für eine Höhle? Gezeitenbinderin. Na, irgendwas kommt da wohl noch. Komm. Verlangsamt. Gib mir doch nochmal so einen Seetang. Da hinten wächst gar keine. Neri, komm mit. Lass den einfach stecken. Oh, hier ist eins. Schnapp ich mal einfach. Nein! Ich weiß gar nicht mehr, lohnt es sich? Wie viel Schaden macht das? 14.000. Ja, sollte schon ab 2 Gegnern lohnen. Okay, Leute. Wir haben unseren Seetang. Und ich denke mal, wir müssen komplett wieder zurück. Funktioniert das hier eigentlich? Na, wen haben wir denn da? Das weiß ich nicht. Nein. Nein. Donnerzorn kann das ja schon, aber ich nicht. Boah, wie reite ich jetzt am besten da wieder hoch? Irgendwie da hinten, ja. Ich denke, ja. Frag die Entfesselten nach dem Messer. Komm, mal Text anschauen. Ey. Es geht jetzt wieder nicht, weil ich im Kampf bin. Was Details. Ein silbernes Messer in einer Truhe gefunden. Klein und weiß, dezente Verzierung. Wahrscheinlich zum Essen oder zur Essenszubereitung genutzt. Und nicht für den Kampf. Wofür sollten die Nagger so ein Messer brauchen, ja? Die Nagger jetzt nicht unbedingt. Oh Mann, das ist ein ganz schöner Weg, den wir jetzt zurücklegen. Ja gut, wir sind ja vorhin auch einfach runtergehüpft, gell? Wir sind ja auch einfach runtergehüpft und das können wir ja diesmal nicht machen. Oh, da vorne ist ja wieder so ein...
Tiefengleiter? Der ist weiter oben. Der da. Naja, wir müssen jetzt nicht jeden hinterherjagen. Es gibt aber welche, die anscheinend auch Erfahrung für unsere Anhänger bringen. Und die, zur Not würde ich mir die dann schon an der, würde ich die dann... Oh, das ist jetzt gerade das Naga Event frei. Wie komme ich da hoch? Schnell. Okay, Leute, dann müssen wir schnell. Das passiert alle 3 Stunden nur in Nashata. Und das habe ich ja bisher noch gar nicht mitmachen können. Da müssen wir jetzt schnell. Schnell. Komm, lass die Pfoten flitzen, ey. Ich will nicht, dass der weg ist. Ah, die Leute sind auch unterwegs. Komm, hier lang. Hier lang. Ich habe einen schnelleren Weg genommen, gell? Oh, die Flüche kommen immer noch. Die Spitze von Thoras Tal, ist das der? Theogen, ja, okay, da müssen wir uns nur versammeln. Dass wir wenigstens mal einen mitmachen. Ja, die Leute müssen sich ja erstmal versammeln, seht ihr das? Also, hier kommt hier eine richtige Streitarmee, wenn ich jetzt so mache. Das ist ein Witz, ey. Ich hab mir gerade mal so gemacht und merk gerade, okay, das war ja eine Allianzler nur da vorne. Aber hier unten kommen auch die Horde. Ein Jäger, ein Krieger. Und dann können wir hier zusammen kämpfen. Das ist halt auch ein Vorteil, oder? Pfeif hier drauf, Kriegsmodus. Wir spielen einfach zusammen. Wird er eigentlich so als Weltquest hier gar nicht angezeigt? Oh, es gibt einige Kommandanten. Ja, was kriegen wir eigentlich für die? Also wenn ich jetzt hier Ruf für die Anhänger kriegen würde, dann wäre die natürlich von ungemeiner Wichtigkeit. Nee, nur prismatische Mana-Perlen, oder? Streckt sie nieder, aber kriegt ja noch nicht mal einen Ruf. Hä? Ja, vielleicht können sie auch noch was anderes. Ich habe doch in den Einstellungen auch Ruf anzeigen lassen, oder? Da Ehre, Ruf, Erfahrung. Nee. Nee. Nö, also das ist natürlich ein bisschen... Keine Ahnung, ob es da noch was anderes gibt, aber fürs Erste lassen wir die jetzt erstmal... Wir lassen es jetzt einfach hier fallen. Ich glaube, der geht direkt runter nach Neuheim. Leute. Können wir noch hier jetzt Hallo sagen zu Gormson? Gehört auch zur Horde. Okay, Leute, ja. Da haben wir hier so einen Kommandanten, der Naga mal kurz erledigt. Ich hoffe, ich habe, was ihr braucht. Oh ja, ich habe deine Seersteine. Oh, seht ihr ja, ich habe nicht gelogen. Diese Seersteine sind unglaublich. Haltet immer Ausschau nach Vorräten. Ja. Ich hoffe, ich habe... Na, was haben wir denn da? Oh, ein seltsames Silbermesser. Ah ja, in diesen Truhen da draußen kann man viele schöne Dinge finden. Es sind wohl keine Gegenstände der Naga. Und genau das ist das Komische daran. Jemand anders muss sie hier zurückgelassen haben. Ich nehme euch das gerne ab. Einfach so. Konservierte Hinweise. Wenn ihr noch andere Sachen in den Truhen findet, die ihr nicht braucht, bringt sie einfach. Ich habe selbst ein paar davon gefunden. Sie gehören anscheinend nicht den Naga, sondern jemand, der zuvor in der Stadt gelebt hat. Manche sind mit arkaner Magie verschlossen. Wahrscheinlich sind in diesen Truhen wertvolle Dinge zu finden. Weshalb auch die Naga sie immer mitnehmen. Viel mehr weiß ich nicht. Ja, wenn ihr mehr über ihre Geschichte erfahren wollt, würde ich dort in den Ruinen der Stadt herumstüffeln. Haltet immer Ausschau nach Das haben wir uns jetzt vielleicht nochmal in Erinnerung gerufen. Die erzählt die Geschichte der früheren Bewohner Rust. Okay. Was war denn hier? Ach, Requisition, ne? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, hab Dank für euren Beitrag. Mehr Seetang, hab Dank für euren Beitrag. Bleibt wachsam. Ja. Läuft relativ kurz gebunden. Kurz gehalten ab, hab Dank. Kann ich etwas für euch tun? Junger Seetang, habt ihr das außergewöhnliche Schlotkelb gefunden? Ja, das ist ja die Anhängerquest, gell? Wird zum Heilen, Kochen, Lindern von Beschwerden und Brauen genutzt. Das hat schon Neri Scharfin erwähnt. Die sind perfekt.
und 100 Erfahrung. Schön, euch zu sehen, Kumpel. Oh, wer Tang, der Tang. Was hat er gemeint? Wir lassen niemanden zurück. Ja, die sind perfekt. Wer Tang, der Tang. Und dafür kriegen wir auch 2 prismanische Mana-Perlen. Vereint werden wir sie... Na, wen haben wir denn da? Was ist denn die letzte? Ist das... Ach, das ist hier noch eine Anhängerquest, gell? Das Kopfgeld. Dann haben wir sie auf Rang 3. Okay, Leute. Ja, wir machen weiter und ich habe mich gerade dazu entschieden. Dann wird diese Folge halt einfach eine totale Überlänge haben. Total wurscht. Aber wir werden in dieser Folge Rang 3 und nicht nur Rang 3. Wir werden quasi ganz Nasjatar für Udine jetzt erkundigen, dass wir das endlich mal haben. Ja, weil ich will ja weitermachen mit der Geschichte in Nasjatar. Und natürlich auch die Kriegskampagne mit Horde und Allianz. Wir fliegen jetzt eine Runde, weil in nächster Nähe... Ach, warte mal! Verliert nie die Hoffnung. Ich hab doch irgendwie die Skeletthand. Oh, ich hab da immer noch die Flüche. Ich muss das hier loswerden. Das sieht man hier. Fluch der Gezeiten. Oder der Heiler. Könnte es der Heiler machen? Oder wer hat das hier nochmal mit der Schätze... Uralte Relikte? Kann der mir das... Seht ihr etwas Nützliches? Wieso kann ich das bei dem nicht verkaufen? Tja, ist einfach zu lustig. Ich habe mal nachgeguckt und die Leute haben sich auch... Die hätten sich gewünscht, dass derjenige, bei dem man das abgeben soll, da muss man sich anscheinend mit anderen Spielern zusammentun, ob das jemand gefunden hat, weil das in der Nähe von dem Allianz-Camp. Und dass der Händler, der richtige Händler, dass der in einer Unterwasserhöhle ist. Wie kommen wir da am besten hin? Das ist hier beim Mesa Meer? Also direkt hier irgendwo. Naja, okay. Das müssen wir jetzt. Jetzt wollte ich hier einfach schön gediegen mit dem Flugmeister zum nächsten Flugpunkt, weil wir da die letzte Anhängerquest haben, aber jetzt. Tja, was soll ich sagen? Wir sind verflucht, gell? Ey, wie kann das sein, dass ich mit so einem blöden Ding rumlaufe, wo ich hier 30% höhere Chance habe, kritische Treffer zu erleiden? Das kann ich mir nur Dine gar nicht so leisten. Unter Wasser in einer Höhle, das ist ja... Irgendwie ist es schon lustig. Es passt vielleicht eher zu Mechagon, aber so ein bisschen haben wir das hier auch, gell? Ja. Ah, ich bin schon vorbei? Was zum Teufel? LOL. Ja, aber ohne das hier, das müssen wir auf jeden Fall immer anhaben. Ist das der? Trübnissucherin. Ja, ist ja zu lustig, ey. Sagt gar nichts. Wer ist das? Wer bin ich? Ein Sack aus Fleisch und Seele. Bietet die Skeletthand an. Die Truhe der Seelenverfluchten wächst stetig an. Sie müssen befreit werden, sie müssen erlöst werden. Die Truhe der Seelenverfluchten? Ey, was habe ich überhaupt dafür gekriegt? Ein klimpernder Beutel? Der ist irgendwie selber ganz schön komisch drauf. Als Jäger euch den Beutel überreicht, murmelt sie etwas von einem Preis. Ihr habt dabei ein etwas mulmiges Gefühl. 360 Gold. Ich denke mal, lohnt es sich jetzt noch? Ich kann auch genauso gut jetzt reiten. Ich kann jetzt genauso gut reiten. Wir gehen nämlich jetzt zur letzten Anhängerquest, die wir ja haben mit Nerischafinne. Zumindest für heute. Ja, und solange es neue sind, können wir die auf jeden Fall schön erleben. Ja. Aber wir müssen jetzt eigentlich da hoch, gell? Ach nee, das andere ist ja viel weiter weg. Komm, ey. Ah, da ist sie. Udana Froststachel. Ja, dann nehme ich doch gerade diese Weltquest mit auf den Weg dahin. Hoffentlich verrecke ich hier nicht. Nee, sollte passen. Weil manchmal hier gibt mir ja so viel Schaden. So. Aber keine Angst, ich habe eine angemessenere Herausforderung für euch. Aha. Das haben wir ja mit Donnerzorn eigentlich schon erlebt, aber diesmal ist irgendwie der eine gar nicht da, der so genervt hat, gell? Ich habe ja hier mit der Spitzhacke diese Salzsteine abgebaut.
Muss ich jetzt alle hier nur reintun und können wir es diesmal mal ohne irgendwelche Probleme erleben. So. Kleiner ersteinten Salzelementar, Diener der Tiefen. Sehr schön. Oh, jetzt müssen wir mal zur Seite gehen. Und jetzt habe ich den Salzsteinkern. Mann, da will man mal kurz durch die Terrasse von Zanjir reisen. Und da ist so ein Haufen von Nagas. Ey, nee, ich bin... Ja, ich bin gleich tot, ey. Alles klar. Komm, verpisst euch. Tja, ich bin ja da vorne gestorben. Jetzt sind wir direkt hier. Cool. Hier vorne sollte nämlich irgendwo diese letzte Anhängerquest sein. Gesucht Lady Nash, die Terrasse der Zanjir. Oh, da ist sie. Wir haben sogar jemanden, der mit uns mitmacht. Schattenpriesterin. Ja, den Weg und so weiter zur Stadt der Naga, das habe ich jetzt einfach mal weggelassen, weil den kennen wir ja zu Genüge. Ach, hier ist unsere Truhe. Manchmal ist es ziemlich komisch mit diesen Truhen. So, das hätten wir jetzt auch. Den Kopf von Lady Nash. So weit, so gut. Dann können wir ja einfach hier wieder hier hochreiten. Und schauen wir doch mal. Eigentlich hier runter? Nee. Von da vorne wäre am besten, weil wir müssen ja nicht direkt zurück. Können wir hier runter? Wow. Nee, es sind so viele Naga. Komm, Neri, bleib bei mir. Lass uns einfach hier raus. Hier ist es wirklich gefährlich, muss ich sagen. Die Gorgonische Warte. Hier waren wir noch gar nicht. Okay. Irgendwie müssen wir doch hier wieder raus, oder? Elite-Naga müssen wir nicht töten. Also, den Weg kennen wir theoretisch noch nicht. Also geht's jetzt hier wieder zurück und dann nach Osten. Genau. Obwohl immer wieder sieht man diese riesengroße Statue von Königin Ashara. Gezeitenkonflux. Diese arme Kreatur ist vollkommen verängstigt. Bringt sie in Sicherheit. Hä? Wo ist diese Qualle? Bringt sie in Sicherheit? Da hat sich aber ziemlich früh gemeldet. Das ist nämlich weiter da hinten. Boah, wir gehen jetzt einfach mal unseren Weg. Es ist gefährlich genug, durch die Gegend hier zu reisen. Überall diese Ringeblätter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aber jetzt, wenn wir jetzt schon den Ruf erhalten haben, wir probieren es mal. Hier sind diese komischen... Fallen. Oh je. War es nur einer. Die Flut geht zurück. Was sind denn das hier für welche, ey? So. Nein. Irgendwo da oben. Was für eine Quest ist das? Kille, Kille gerettet. Also irgendwie ist sie über uns. Oh je, ich bin einfach jetzt mal rübergeritten. Irgendwas hat es hier mit diesem Qualen. Kommt mir so vor, als wenn die so... Ah, das ist auch Elite. Mann, ey, nee. Ich gehe jetzt zu dem hin, wo ich denke, dass ich einfach hier rüber... Muss ich ja von einer Qualle zur nächsten irgendwie... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es scheint zu funktionieren irgendwie. Oh, was? Was ist der nächste? Oh. Oh Gott.
Braucht ihr Hilfe? Ich weiß es nicht. Nein! Ist es der? Da? Wir bringen diesen kleinen Kerl in Sicherheit. Danke, dass ihr ihn gerettet habt. Oh Gott. Ja, jetzt erinnert mich an etwas. Dass dieses Springen, das wurde, glaube ich, verändert, weil das so schwer war. Aber wir haben es ja ganz gut hingekriegt. Wir reisen einfach... Was ist denn hier? Eine Quest? Ein Foliant der Elemente? Wie gesagt, also das kenne ich jetzt auch noch nicht. Aber es ist unten. Braucht ihr Hilfe? Ist irgendwie unter uns. Ey, ich bin doch jetzt hier schon oben. Nee, also Madivas Foliant der Elemente muss jetzt einfach mal warten. Ey, sonst wird es ja eine Monster-Folge. Ist auch irgendwo da unten. Wir waren nicht das letzte Mal in der Stadt der Naga. Aber wir sind jetzt hier und dann freuen wir uns doch, oder? Den Weg kenne ich auch noch nicht. Wer ist das denn? Der hat was zu sagen. Gniden zerschmettert gern Dinge. Gniden kann jetzt Dinge tun, die ihm Spaß machen. Gniden? Der zerschmettert gern etwas. Ah, wie gesagt, also... Da sieht man mal, wir waren nicht das letzte Mal hier, aber... Die Gegend hier... Kommt mir ja doch wieder ein bisschen bekannt vor, oder? Kalmetier? Ja, auf jeden Fall, oder? Ah, genau, wir sind nur... Diesmal... Hier mit der Statue von Königin Ashara. Ey, bei der Statue muss ich aber hier mal sagen, da haben wir mit Donnerzorn ja so eine Weltquest erlebt, ja. Aber guckt euch das mal an. Wir sehen, wie den Rücken so durchspiegt. Ja. Ja, und das kennen wir natürlich auch hier, Sammler Koryo. Wie viel wollt ihr für eure Heldentaten? Und wie sieht's aus mit Kosten für euer Begräbnis? Okay, Leute, ja, Sammler Koryo und die Geschichte zu den Schnappdrachen, die können wir natürlich hinter uns lassen. Aber das, was vor uns jetzt als nächstes erwartet, der ertrunkene Markt, das muss ja schon ein bisschen anders sein. Mit der ersten Arkanistin Talrissa. Der Nachtbrunnen ruft mich. Champion, ich habe ein persönliches Anliegen an euch. Dabei geht es nicht um die Horde oder um den Krieg. Es ist über 10.000 Jahre her, dass ich das letzte Mal auf diesen Straßen gewandelt bin. Ich kannte viele dieser Leute. Einige habe ich sogar selbst ausgebildet. Bekleidet ihr mich, während ich ihre Schicksale ergründe? Die Straße ist gefährlich und ich weiß nicht, ob ich ruhig bleiben kann, wenn ich den alten Kummer heraufzubeschwören versuche. Anrata Ador. Den alten Kummer heraufzubeschwören. Euch hätte das Meer schon vor Jahren hier anschwemmen können. Schon vor Jahren. Gut, dass wir jetzt da sind, oder wie? Schnell, Sivara! Die Stadt wird überflutet! Meine begabteste Schülerin. Auf meine Empfehlung hin schrieb sie sich an der Königlichen Akademie ein. Das mit der Talrissa schon ein bisschen anders, ha?
Habt ihr Arkanistin Silvara gesehen? Ihr kennt sie? Ich habe sie gerade gesehen. Sie hat so wunderschönes Haar. Ich habe gehört, sie wurde von der ersten Arkanistin Talrissa ausgebildet. Sie ist total schick. Egal. Ich habe Arkanistin Silvara erst vor ein paar Minuten gesehen, als sie hier vorbeigegangen ist. Ich glaube, sie will zur Königin. Habt ihr das nicht gehört? Königin Ashara ist nur ein Stück die Straße hinunter. Vielleicht bekomme ich sie auch zu sehen, wenn ich diesen gemeinen Wachen entwischen kann. Tschüss! Was liegt denn hier rum? Talrissa, widerliche Hexe. Ihr habt meine Schwester überredet, im Palast zu dienen. Überredet, im Palast zu dienen. Ich zähle auf euch, Champion! Silvara hätte niemals auf euch hören sollen, Talrissa. Ihr wagt es, meine Magie herauszufordern, Talisra? Lasst mich euch zeigen, warum ihr es nie zur Großmagistrix gebracht habt. Okay. Grüße. Silvara, oh Silvara. Sie war eine der besten Schülerinnen, die ich je hatte. Ich muss sie finden und sicherstellen, dass sie nicht in ewiger Folter gefangen ist wie die anderen. Ewiges Ertrinken. Königin Ashara beobachtet uns genau. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Ich weiß nicht, was sie noch versuchen wird, aber bleibt nahe bei mir. Egal, was auch auf uns zukommt, wir müssen da durch, wenn wir Silvara finden wollen. Sprecht mit mir, wenn ihr dazu bereit seid. Vertraut nicht jedem. An dieser Straße hängen so viele Erinnerungen, alle wegen Königin Asharas Ehrgeiz ertrunken. Nehmt euch in Acht. Die Königin wird die Absicht haben, uns zu testen. Wenn ich die richtigen Schlüsse aus allem ziehe, ich bin bereit. Anrata Ador. Zu mir, Champion! Zu mir, Champion! Unwissenheit eurer Begleiter kann ich dulden. Aber ihr solltet doch wissen, wie unklug es ist, eurer wahren Königin zu trotzen. Nach dem anderen. Die Flut ist vorerst gestoppt. Das ist gut, weil meine Kraft so gut wie am Ende ist. Wir stehen mitten in äußerst mächtiger Magie. Ein Widerhall von etwas, das Ashara vor langer Zeit getan hat. Wenn ihr den Mut habt, mit diesem Echo zu kommunizieren, werde ich währenddessen Wache stehen. Vertraut nicht jedem. Boah, die Musik ist hier so schön. Aran Arcana. Die Kriegsbringerin. Wir haben schon seit langem vermutet, welche Wahl Ashara getroffen hat. Die Frage ist nur, weshalb sie uns das hier zeigt. Welches Spiel treibt sie dieses Mal? Sie haben ihre Wahl getroffen. Es hat Ashara nicht gereicht, die Welt zu zerbrechen. Sie musste den Rest unserer Leute hier auch noch ins Verderben stürzen. Diejenigen, die keine Naga werden wollten, steckten in einem grauenhaften Halbtod fest. Dazu verdammt, diese versunkenen Ruinen heimzusuchen. Ich habe beinahe Angst davor, Silvara zu finden. Moment, habt ihr etwas gehört? Vertraut doch, ich schweife ab. Ihr sehnt euch nach einem verlorenen Angehörigen. Ich erfülle euch euren Wunsch. Silvara? Ach.
für Königin Ashara! Nein! Ihr dient jetzt Ashara? Können wir nicht huldigen. Ich gewähre ihnen eine letzte Chance, von mir das Knie zu beugen. Haltet ein, Champion. Sivaras Macht übersteigt unsere Fähigkeiten. Wir benötigen Verstärkung. Grüße. Sivara hätte uns jederzeit besiegen können. Warum spielt sie mit uns? Auf jeden Fall stehe ich erneut in eurer Schuld, Champion. Ich danke euch für eure Hilfe, auch wenn die Antworten, die wir gefunden haben, viel schrecklicher waren, als ich es jemals erwartet hätte. Anrata Ador. Huhuhu. Tja, also uns obliegt es jetzt auf jeden Fall noch, die Hordenbasis hier zu finden. Ist ja interessant. Ach, da vorne irgendwo, hä? Okay, weil ich weiß ja, das Allianzlager, das kennen wir ja. Naja gut, was heißt Lager? Das ist ja einfach nur ein Flugpunkt. Dann gibt es hier. Hier, das ist der... Erkundet Nasjatar. Okay. Ich glaube, ganz unscheinbar hier. Gisig Tangor. Drell, Bracke, Gemischtwaren, Reparatur. Landbewohner. Ah, können wir nur unseren Crap loswerden. Wir halten euch den Rücken frei. Grammt, die Entfesselten. Diese Mauern halten mich nicht länger. Geht, kleines Wesen. Schon bald spüren die Naga Gramts Zorn. Wow, das ist wirklich hier eine schöne Musik, ja? Na, mal sehen, ob ich jetzt das hier beim zweiten Mal besser hinkriege. Also, wir müssen ja drei Violette müssen wir irgendwie zusammenbringen, oder? Hier, einfach die tauschen. Lol. Da habe ich mich ja beim ersten Mal ein bisschen angestellt. Okay, Leute, ja, unsere Reise mit Odine durch Nasjatar ist eigentlich jetzt hier auch wie, so ähnlich wie bei Donnerszorn, erstmal abgeschlossen. Und Neri Schafene hat jetzt den großen Moment erreicht, wo sie Rang 3 erreichen wird. Wir müssen nur hier den Kopf von Lady Nash abgeben. Mokra. Habt ihr sie zum Verstummen gebracht? Ja. Der abgetrennte Kopf eines hochrangigen Kommandanten der Naga. Also noch bist du Rang 2. Lady Nash hat ihre Dunkelheit mit sich gebracht. Jetzt gibt es wieder etwas mehr Licht in der Welt. Ja, 100 Erfahrungen für Neri Schafener. Für die Horde. Wow, wir haben's. Neri Schafener lernt Kinnhaken. Nicht nur das. Wir können uns jetzt hier bei Lortimer Theron zurückmelden. Es ist mir eine Ehre, als Lord Regent zu dienen. Oh, er klatscht sogar. Ausgezeichnete Arbeit. Eure Bemühungen haben uns geholfen, unsere Vorräte aufzustocken. Und unseren Verbündeten etwas dringend benötigte Kampferfahrung verschafft. Sie haben uns diesen Gegenstand überlassen. Er scheint von magischer Natur zu sein. Ich kann seine Macht nicht bändigen, aber vielleicht ist euer Herz von Azeroth dazu in der Lage. Nehmt ihn. Möge er uns gute Dienste leisten an diesem seltsamen Ort. Was kriegen wir? Wir kriegen eine Perle der Klarträume. Oh, 2 Minuten ab Erinnerung an den Klartraum? Perle der Klarträume? Okay, da geht es natürlich die Geschichte von Nasjatar endlich die weiter. Die Horde gibt uns Stärke. Leute, aber das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Wir haben die Perle der Klarträume. Macht euren Geist frei und stimmt euch auf das Herz von Azeroth ein. Dadurch erzeugt ihr 100% mehr heilige Kraft.
Das kann ich alle 2 Minuten benutzen. Okay, das würde mir dann mehr... es hat Ringe Macht, hat das noch einen passiven Gegeneffekt. Zaubern Fähigkeiten haben Chance, heilige Kraft in Höhe von 50% der verbrauchten Menge zu erstatten und uns zu heilen. Naja, das hört sich nicht schlecht an. Kann ich das einfach so einsetzen? Ne, ich muss in die Herzschmiede, ja. Weil das haben wir jetzt natürlich auch... Können wir eigentlich auch direkt machen, oder? Weil sieht das auch nochmal cool aus, wenn wir das tun mit der Herzschmiede. Weil das ist schon ewig nicht mehr da. Aber wir können natürlich jetzt mit der Nasjatar-Geschichte weitermachen. Die Kriegskampagne selbst, da habe ich ja nur den Hinweis. Ja, von wem auch immer. Schließt das Versteck ausräumen in Nasjatar ab. Also, wo ist Sidithus? Das ist eigentlich der passive Effekt von dem, was ich gerade jetzt habe. Weil das hat ja irgendwie auch sowas Ähnliches. Da kann man ja Schaden machen, heilen. Das Ziel zu verbrennen. Naja, ist auch nicht schlecht. So, gibt's was Neues? Diese Steine stecken voller Geschichte. Nö. Dann setzen wir das doch einfach hier rein. Hä? Wie mache ich das? So, das ist jetzt Bestandteil der Herzschmiede. Okay, und jetzt habe ich hier andere Rollen. Wo ist denn das zweite, was ich eben da eingesetzt habe? Hä? Ist gar nicht abgeschlossen. Ach nun, boah, das sah ja richtig cool aus eben. Cool. Erinnerung an den Klartraum. Ja, nimm schon auf jeden Fall. Ist schon drin? Nee. So, jetzt habe ich hier Erinnerung an den Klartraum. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, passt schon. Okay, dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter mit der Geschichte in Nasjatar. Macht's gut. Mögen die Tore von Keltalas euch immer offen stehen.